logisch gibt es in unserer wunderbaren Landeshauptstadt München nicht nur Sonnenschein, es gibt genügend über Fußball zu reden. Bayern gewinnt in Sevilla, es interessiert die Roten, Lumpen und Passien, aber uns Blauer interessiert natürlich viel mehr, was ist Lukas SG? 1860 News gibt es ab sofort mit allen Neuigkeiten auf Facebook. Hey, der bei Facebook ist, kann einer schauen, tippen, klicken. Und schon wissen wir genau, was los ist. Und jetzt kommt die freudige Nachricht für alle lieben Fans, die quasi am Ostermontag in Bayreuth waren. Spiel selber, beschissen, sage ich nicht, weil ich nicht mehr bei 60, nicht mehr so eine Worte im Mund, sagen wir, es war nicht ganz so gut, als ob schon wieder so ein roter Lump. Du Basi da? Jawohl, jetzt habe ich einen roten Lumpenschimpf, mache ich auch nicht mehr. Ich bin ja seit Ostern ganz entspannt, ganz ruhig. Aber alle lieben Fans, die in Bayreuth waren und dieses Spiel gesehen haben, das jetzt nicht gerade ganz so gut war, die kriegen vom Verein eine Maß Bier. Augustiner natürlich, jeder Schlawiner, trinkt der Augustiner oder der Hacker Pschor, stellt sich das mal vor und dazu eine sogenannte dicke, fette, quamperte Leberkassemi mit dem blauen Zimt. In den Farben weiß und blau, ja, das ist Münchens große Liebe, Scholz von Giersing. Und was die guten Nachrichten sind, auch wieder bei 860 News, der Gebhardt ist wieder voll im Training und haut schon am Ball hin, der kommt bald. Und dann, mit dem Ausscheiden aus dem Toto-Pokal, ist doch Scheiße, nicht Popo-Pokal, Toto-Pokal. Der war wieder ungewollt saugert. Ist doch quasi alles in Ordnung. Als Tabellenführer in der Bayerischen Liga wären wir sowieso qualifiziert für das DFB. Quasi im neuen Jahr. Also, Niederlage, scheißegal. Belohnung, ein Maß Bier und eine Leberkassemme. Und am Samstag spielen wir in Schweinfurt. Und da haben wir diese Schweinfurt her, einfach fort. Jawohl. Das Leben ist eine Freude, es geht weiter und wir sind mittendrin, weil ich der Schweizer Knieder bin. Heute bin ich mal ganz schön kreativ.